Mit Word lassen sich problemlos Formulare erstellen, bei denen die Anwender nur ganz bestimmte Felder ausfüllen können und der ganze Rest bleibt vor der Bearbeitung geschützt. Mit der Version 2011 ist diese Funktion des Formulars etwas versteckt worden. Du musst sie zuerst freischalten über Word, Einstellungen und hier bei Menüband wählst du Entwicklertools. Nun wird ein neuer Reiter eingefügt und hier hast du eben diese Elemente, um ein Formular zu machen. Es gäbe da recht ausgefeilte Funktionen, die ziemlich ins Programmieren hineingehen. Ich zeige dir jetzt aber nur die ganz fundamentalen Möglichkeiten. Zunächst einmal soll hier der Name eingefüllt werden. Das ist also ein Textfeld. Hier ebenfalls. Du kannst auch mit der Tabulator-Taste springen, da bist du meist ein bisschen schneller. Das sind alles Textfelder, in die die Benutzer ein Wort hineinfüllen sollen. Und hier geht es um eine Entscheidung, deshalb ist es ein Kontrollkästchen mit einer Enter-Taste noch ein zweites. Hier könnte man ebenfalls wieder mit Kontrollkästchen arbeiten. Ich zeige dir stattdessen aber noch eine weitere Möglichkeit. An diese Stelle wird ein sogenanntes Kombinationsfeld eingefüllt. Mit einem Doppelklick drauf kannst du die verschiedenen Möglichkeiten, die zur Auswahl stehen, einfügen, hinzufügen und jetzt wird es in der Liste gesammelt. Du kannst die Reihenfolge nachträglich noch ändern oder wenn du einen Schreibfehler gemacht hast oder etwas entfernen möchtest, ist das mit dieser Taste leicht gemacht. Und stattdessen löschen wir jetzt die anderen Inhalte, hier gerade die ganzen Zeilen. Und das Formular ist eigentlich soweit. Damit jetzt die Leute auch wirklich hier reinschreiben können, müssen wir das Formular schützen. Und jetzt siehst du, kann man daran nichts mehr machen. Du kannst reinfüllen. Mit der Tabulator-Taste springt es automatisch in das nächste Formularfeld, überspringt also alle Tabellenzellen dazwischen. Und hier kannst du ankreuzen bzw. hier das entsprechende Schulhaus auswählen. Wenn du anschließend diese Datei speicherst, zum Beispiel auch mit Speichern unter, so werden diese Daten in dieses Formular übernommen.